Herzlich willkommen zu einem Video aus Santa Ponsa. Es ist kühl geworden in Santa Ponsa. Heute bedeckter Himmel. Dennoch viel los auf den Straßen, in den Geschäften. Relativ viel Verkehr. Hier am großen Kreisel in Santa Ponsa tut sich was. Hier ein neues Geschäft. Leerstand ist weitestgehend Fehlanzeige. Hier fahren die Busse ab in alle Richtungen. Dennoch haben natürlich viele Geschäfte geschlossen nach der Saison. Ja, es ist im ganzen Jahr viel los in Santa Ponsa und immer mehr Leute ziehen auch nach Santa Ponsa. Es wird hier viel gebaut, viele große Wohnblöcke modern gestaltet. Und man rechnet damit, dass die Urlauber in der neuen Sommersaison ausnahmslos zurückkommen. Und es wird sauber gemacht. Alles picobello in der Gemeinde Calvia. Die Bucht vor Santa Ponsa ein wenig in Wolken und Nebel gehüllt. Das Meer relativ ruhig. Seegras wurde an die Strände gespült. Nicht nur hier, so auch woanders, an anderen Orten auf Mallorca. Ja, und auch da oben
am Berg wird weitergebaut. Etwas pompöser dort in der Bildmitte. Dort werkelt man gerade rum. Und der Baulärm ist bis hier zu hören. Sonne zurzeit Fehlanzeige, das muss ja auf Mallorca nichts heißen. Und dann könnte auch ruckzuck die Temperaturen um ein paar Grad ansteigen. Ja, auch etwas oberhalb in diese Richtung, die Kamera jetzt zeigt. Dort beginnt ja da oben das englische Partyviertel. Dort ist ja alles zu, dort ist Ruhe. Aber für die Engländer war es ohnehin eine ganz, ganz kurze Saison. Ja, dort oben am Berg, dort ist eigentlich so gut wie keine Lücke mehr zu finden. Dort ist schon alles zugebaut. Jetzt baut man auf der anderen Seite von Santa Ponsa. Was die Hotels anbelangt, so waren die zuletzt eben nicht ausgelastet. Manche größere Hotels waren gar die letzten zwei Jahre oder zwei Saisons geschlossen.
ja, wie man hier sehen konnte oder kann, nicht alles hat geschlossen. In manchen Gegenden haben sogar sehr, sehr viel Geschäfte und Gastronomie geöffnet. Ja, und an dieser Straße ist es noch schwerer, einen Parkplatz zu finden als in der Sommersaison. Und woran liegt das? Ganz eindeutig, es liegt daran, dass man jetzt eben keine Parkgebühren zahlen muss in den Wintermonaten. Bis zum Frühjahr ist hier das Parken wieder frei, so dass die Leute natürlich alle gerne kurze Wege gehen und deswegen eher hier geparkt wird, auch für längere Zeit, auch die, die hier arbeiten und so weiter. Und die größeren Parkplätze am Ortsrand bleiben dann ein bisschen leerer. Deswegen ist hier umso mehr los. Ja, Straßen und Wege beinahe so voll wie in der Saison. Das Piratenhotel, das hatte ebenfalls das ganze Jahr geschlossen. Seit der Krise ist dort gar nichts. Also sogar schon die zweite Saison. Hier in den Seitenstraßen ist überall gut was los.
Ja, und hier auf der Seite genau das gleiche Bild. Viele PKWs. Da gibt es Orte auf Mallorca, da sieht es ganz anders aus. Hier in Santa Ponsa gibt es viel Arbeit. Ja, das betrifft übrigens auch nicht nur den Ort hier, dass hier viel los ist, sondern auch das Gewerbegebiet, was zu Santa Ponsa gehört. Policorno San Borgadies. Auch dort floriert es. Viel los. Wenn man irgendetwas braucht, da findet man es garantiert. Ja, und hier schließt sich wieder der Kreis. Das war ein Rundgang nochmal wieder ergänzend zu Santa Ponsa. Ich hoffe, die Einblicke gefallen allen und man ist dort auf seine Kosten gekommen. Würde mich sehr freuen über neue und zusätzliche Abonnenten. Ebenfalls über einen Daumen nach oben und sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye aus Santa Ponsa auf der Sonneninsel Mallorca. Heute ein bisschen weniger davon, aber morgen bestimmt wieder. Also, bis zum nächsten Video.